Marco, Dankeschön für diesen ersten quasi Einblick in diese wunderbare Sportart. Wir machen jetzt einen Break, ganz hart, und einen fliegenden Wechsel, weil es steht die nächste Entscheidung an. Einer Kunstradfahrer der Frau. Dankeschön, Marco Rossmann. Es knistert ein bisschen am Mikrofon, denn es kommt jetzt keine geringere als die Weltmeisterin vor 5 Jahren an eben dieser Stelle, hier in der Porsche Arena. Die Weltmeisterin damals 2016, Lisa Hattemer. Ja. Hallo. Hallo. So, was ist für ein Gefühl aufgekommen? Jetzt ganz schnell zusammengefasst, bevor wir die erste Konkurrentin sehen, als du an die Stätte deines größten Erfolgs zurückgekommen bist. Da werden natürlich Erinnerungen wach und man erinnert sich ja super gern an diese super Atmosphäre zurück. Also das war schon ein einmaliges Gefühl damals vor 5 Jahren, genau. So, dann wollen wir jetzt ins Finale reingehen. Also die besten 4 der Vorrunde treten jetzt an im Kampf um Gold, Silber und Bronze. Und die erste, die jetzt antritt für die Schweiz, präsentiert sich den Zuschauern der Wettkampfjury. Alessa Hotz, eingebracht, und das zur Erklärung für alle, die nicht so oft dabei sind, rechts unten 180,6 Punkte, die Addition aus den insgesamt 30 Übungsteilen, den Schwierigkeitsgraden, und wenn Sie ab und zu mal einen Blick auf diesen Wert werfen, der wird quasi im Laufe der 5-minütigen Kür live korrigiert. Das heißt, wenn ein Übungsteil nicht optimal ausgeführt wurde, sie beginnt direkt mit dem Lenkerhandstand, was viele tun. Wenn also die Jury was zu bemäkeln hat, dann verändert sich dieser Wert logischerweise ins Negative dann. Alessa Hotz hat auch dieses Jahr ihre erste WM-Teilnahme, also ist die jüngste in dem Finalfeld sozusagen mit 19 Jahren. Und bisher ist der Anfang auf jeden Fall schon mal sehr gut gelungen. Mit dem Handstand und jetzt folgt sofort die Rückwärtsserie. Bei ihr können wir die Regularien ein bisschen näher erklären. Also sie muss dann auch möglichst sauber diesen Kreis fahren, ja, keine Linie überfahren, und hat sie, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. So der Sattellenkerstand. Genau, wir haben den 4-Meter-Kreis, das ist der kleinere Kreis, und den 8-Meter-Kreis, das ist der größere Kreis. Und bei Übungen, die in der Runde gefahren werden, dürfen die Sportler eben nicht innerhalb von dem 4-Meter-Kreis sein und sollten natürlich auch nicht zu groß fahren, weil das kostet natürlich alles Zeit, die am Ende fehlen könnte. Und dann in der Mitte sehen wir auch diesen Mini-Kreis dann nochmal, also der Anschlusskreis im Radball, da wo sie gerade drüber gefahren ist. Das ist ja auch so ein Orientierungspunkt, denn wenn sie eine 8 fahren zum Beispiel, muss auch dieser Punkt dann getroffen werden. Dann, ne? Auch sonst gibt es Abzüge. Noch 3,5 Minuten. Bis jetzt zumindest kein Abgang, kein Sturz, das ist nicht selbstverständlich. Gestern Abend in der Vorrunde, da sind auch die beiden deutschen Starterinnen vom Rad gegangen. Also da ist innerhalb von wenigen Momenten sehr, sehr viel möglich, auch was die Punktzahl angeht. Das wird eine spannende Entscheidung. Genau, jetzt sehen wir eben, dass sie eine 8 fährt. Sehen wir jetzt gleich, ob sie den Mittelpunkt trifft. Ansonsten perfekt getroffen. Und hier bei der Übung sehen wir wahrscheinlich gleich ein paar Abzüge, da es doch ein paar Wackler sind. Das werden wir gleich rechts unten in der Ecke, schätze ich mal, sehen, dass die Punktzahl ja leicht nach unten gehen wird. Der Drehsprung einfach. So, das ist ja die Position, aus der heraus der berühmte Mautesprung getätigt wird, sprich der Sprung vom Sattel auf den Lenker. Aber wenn ich das richtig weiß, wird der heute Abend in diesem Finale oder heute Nachmittag nur von einer angeboten werden, von Lara Füller, ja, also der deutschen Starterin, die ja auch ihre erste WM-Teilnahme hat. Genau.
war es eine 2,5-fache Lenkerstanddrehung. Das heißt, man reicht eine 2-fache, kann man maximal einreichen und alles darüber hinaus gibt dann sozusagen extra Punkte. Es war gestern ein ganz spannender Moment in der Vorrunde, wo sie fast schon stehen geblieben ist nach der Lenkerstanddrehung, aber es dann trotzdem ohne Sturz geschafft hat, wieder runterzukommen sozusagen von dem Lenkerstand nach der Lenkerstanddrehung. Also sie stand ja förmlich da. Genau. Ne? Auch da, vorhin hatten wir es gerade im Radball, auch da ist natürlich der Kontakt, wenn die Füße aufs Parkett gehen, das führt natürlich zu noch größeren Abzügen. Also das muss unbedingt vermieden werden, auch genau, wenn es oben noch so wackelt. Genau, möglichst Hauptsache, nicht mit den Füßen runter. Genau, weil es sind eben ein Abzug, wenn man wirklich auf dem Boden steht, das ist dann ein Abzug von 2 Punkten und diese 2 Punkte können am Ende entscheidend sein, definitiv. Jetzt haben wir hier die Kerlenkersitzsteigerdrehung. Da muss man eben 3 Pirouetten sozusagen innerhalb oder am besten auf den Punkt drehen. Aber das schaut das sah sehr gut aus. Ja. Da muss sie jetzt kämpfen, aber kann sich auf dem Rad halten. Gibt auch Applaus in der Halle. So, noch 25 Sekunden. Und das ist in der Tat dann auch immer so die ganz spannende, das Ende der Kür. Denn wenn sie ihre Übung nicht innerhalb der 5 Minuten unterbringen, gibt es nochmal Abzüge. Aber ich glaube, das schaut sehr gut aus. Sie ist innerhalb der Zeit komplett geblieben. Freut sich. Eine super Kür, ja. Und gefeiert von einem riesigen Schweizer Anhang, die auch im Radball immer sehr, mit ja. Kopfschwitz die Halle füllen. Also, die Jury, da sind sie. Also wirklich auch ein hoch angesehener Sport in der Alpenrepublik. Im Moment 169,95, aber die Jury, die berät ja dann immer noch mal. Genau, aber es ist bestätigt. Also es ist jetzt schon bestätigt. Also überraschenderweise Platz 1 als erste Starterin der Vorrunde, aber ja, knapp 170 Punkte. Ah, wir haben gerade eine persönliche Bestleistung, von daher kann sie mehr als stolz sein, in ihrem ersten WM-Finale noch eine persönliche Bestleistung zu fahren. So. Ich habe es gesagt, sehr oft der Handstand am Anfang, der Lenkerhandstand, genau, weil es natürlich ein Kraftteil ist, den man möglichst am Anfang abarbeiten will. Sage ich jetzt mal laienhaft, ne? Aber kommt einigermaßen hin. Ja, und auch wenn man beispielsweise das Hochgehen noch nicht mit in der Übung hat, dann kostet es natürlich Zeit, den Handstand aufzubauen. Und wenn man dann eben den Handstand als erste Übung hat und den Startruf erst bringt, wenn man im Handstand ist, dann ist es natürlich auch ein zeitlicher Vorteil.